Jetzt ein Mini-Auftrag noch. Die Kette fällt hier dauernd runter. Achtet immer auf die richtige Kettenspannung. Das hier ist zu wenig. Das Lager hat auch schon Spiel. Hier wird mal ein Lagerwechsel fällig bald. Lange macht das nicht mehr. Bei diesen, ich sage mal Billigräder, ich weiß, ja, es ist nicht, ist kein Billigrad und jeder, nicht jeder kann tausende Euro ausgeben. Ist alles gut, alles schön. Aber es ist und bleibt so, dass es sich bei Rädern bis 350 Euro, sagen wir mal im Verkauf, einfach mal um Billigräder handelt. Und um Räder, die insgesamt von den Teilen her nicht so wertig sind, dass man lange damit fahren kann, ohne Probleme zu haben. Sagen wir es mal einfach so. Also Billigrad ist nicht total abwertend gemeint, sondern einfach nur als Grundbeschreibung dafür, für Räder, die eben von der Haltbarkeit der einzelnen Teile eben nicht so grandios sind. Dieses Tretlager kostet vielleicht 6 Euro, oder vielleicht 7. Denjenigen, der Excelsior vertreibt, wer auch immer das ist, ist das Stabler, ist das nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, den kostet das vielleicht 3 Euro nur im Einkauf. Und der bolstet da rein. Ne? Das Ding kann nicht lange halten. Das sind Plastikschalen. Und selbst ein Kind, offensichtlich, das ist ja ein Kinderrad, tritt dieses Lager durch. Also, das ist jetzt schon wackelt. Es ist ja relativ neu. Ah, nee, ist Little John Bike, ne? Ist it Little John Bike? Little John Bike. Genau. Lager müsst ihr wechseln. Ihr müsst dann irgendwann tauschen gegen gute Lager. Denn der Rahmen ist okay, der ist urstabil. Da kann nicht viel passieren. Rahmen. Das ist Fakt. Sattel ist Sattel, das ist Fakt, das ist alles gut. Lenker, Vorbau etc., alles cool. Die Narbe, Nexus 3-Gang, auch recht unverwüstlich, ganz, ganz nett. Der Narbendynamo hat eine Macke, wenn er im Regen steht. Halt wissen wir, nach ein paar Jahren gibt er den Geist auf, weil es innen drin anfängt zu rosten, weil er nicht dicht ist. Das Licht hinten hatten wir auch schon oft genug hier. Aber dieses tut seine Dienste, ist ja auch alles noch relativ neu. Die Kette lenkt sich relativ schnell, man muss sie relativ zeitnah nachspannen. Das sind Dinge, die muss man halt beachten. Und die Bremsbeläge sind von Hause aus nicht die besten. Da dann auch mal wechseln auf bessere Bremsbeläge und zwar rechtzeitig, bevor eben das anfängt zu kratzen auf der Felge und die Felge kaputt zu machen. So viel sei dazu gesagt. Jetzt spanne ich einfach mal die Kette nach. Und dann sollte das Problem mit dem Runterspringen halt auch gelöst sein. So. Weitere Schwachstellen hat dieses Rad eigentlich nicht, ist eine relativ stabile Nummer. Ne? Alles, was den Nexus 3-Gang angeht, ist ja schnell auch repariert und gibt millionenfach Ersatzteile dafür. Also Kette spannen, Nexus 3-Gang. Wie geht das? Kann ich ja auch noch mal zeigen. Kette spannen, Nexus 3-Gang. Hier. Der Position. Kette ist zu locker. Wir lösen die Schraube hier mit dem 5er Innenbus, innen Sechskant, ziehen die Schaltbox ab hier, ziehen den Stift raus. Das mache ich einfach, damit ich nicht verbiege, falls ich mal mit dem Schlüssel abrutsche. Ich muss den nicht rausziehen, aber ich mache es einfach. Falls der doch mal abrutscht, dann ist er verbogen oder so. Das muss ja nicht sein. Dann setze ich hier an, auf der Achsmutter, löse die Achsmutter und gegen den Uhrzeigersinn lösen. Ne, zweimal rum, reicht schon. Dann nehme ich meine wunderschöne Hand, diese hier, halte mich hier am Rahmen fest und drücke mit meinen Knöcheln das Rad rüber zur anderen Seite. So rüber, dass die Kette hier gespannt wird. Ich zeige euch gleich nochmal von der Seite aus. Also Kette locker, Hand rein, Kette straff. Halte fest. Und im Uhrzeigersinn wieder festgeschraubt. Das Rad läuft jetzt automatisch in der Mitte, weil ich vorher schon auf der anderen Seite ein Stück zurückgezogen habe. Also einfach beim Erklären. Könnt ihr ja nochmal zurückspulen, dann werdet ihr das sehen. Jetzt beide Seiten festziehen. Sollte es jetzt noch nicht in der Mitte laufen, halt auf der anderen Seite nachkorrigieren. Die andere Seite lösen, dementsprechend das Rad ausmitteln und dann wieder festziehen alles. Ja, das ist festgezogen. Die Kettenspannung ist so okay. Jetzt wird noch einmal Kettenfließfett hier eine Schicht drüber
Wahnsinn. Jetzt nehmen wir den nagelneuen hier den Schaltstift mit der Originalfettung noch. Das sieht man, da ist genug Fett drauf. Braucht man kein weiteres Fett drauf machen. Schiebt den hier wieder rein. Die Schaltbox setzt man auf. Und schiebt sie bis auf die Mutter rauf. Ja, also nicht komplett, die geht nicht komplett drauf, aber schon so weit, wie man das hinkriegt, ohne Gewalt. Einfach so in einer Position rastet die schon ein und fixiert mit einem 5er Inbus wieder die Schaltbox auf der Achse. Jetzt können wir nochmal überprüfen hier, ob wie gesagt die Gänge hier stimmen. Also in Gang 2 muss dieser gelbe Nippel, den man da sieht, seht ihr den? Zwischen den beiden weißen Linien sein. Also schalten wir mal in Gang 2. Das wäre er. Und wir schauen. Und wir sehen erst zwischen den gelben Linien. Seht ihr das auch? Seht ihr das auch? Warte mal, ich mach mal Schatten. Ja, ne? Also alles richtig gemacht, alles toll gemacht, alles super gemacht. Kette ist gespannt, Kette ist gefettet. Fahrrad müsste mal gesäubert werden, gerade nach so einem starken Regenfall, wenn es so richtig schüttet und der ganze Dreck hier von oben, von unten nach oben geschleudert wird aufs Rad, ist es halt nicht gut. Einfach mal abspülen. Seid ihr spült das einmal sauber, tut euch einen großen Gefallen. Das Fahrrad wird es euch danken in der Langlebigkeit. Also, somit sage ich, alles Gute für euch und macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Daumen hoch, Kommentar da lassen und weiter sagen. Ja? Also, bis dann.